Hallo zurück. Als nächstes darf ich einen ehemaligen Kollegen von mir ankündigen, mit Freude. Benny Herford vom Highgate-Institut in Heidelberg wird über den OSAM Quality Analyst reden, ein Tool zur Qualitätseinschätzung von OSM-Daten. Allen viel Freude, viel Erfolg, Benny, viel Spaß. Ja, danke Nils für die nette Intro. Auch schön, dass ich hier nach Chris reden kann quasi. Chris war mein erster GIS-Tutor quasi vor, was weiß ich, 10 Jahren oder so. Also es ist irgendwie schön, sich auch so virtuell wieder zu treffen. Und auch thematisch knüpft es eigentlich ganz gut an das, was wir gerade eben schon gehört haben. Großes Themenfeld, wie gut sind OpenStreetMap-Daten? Haben wir jetzt gerade eben gehört für den Bereich öffentlicher Nahverkehr. Wir haben es ein bisschen allgemeiner erstmal angegangen und wollen quasi irgendwie es hinkriegen, dass wir diese Analysen irgendwie einfacher zugänglich machen, weil wir doch oft irgendwie ja gesehen haben, dass es zwar viel wissenschaftliche Literatur und vielleicht auch in der Community viele Ansätze gibt, wie man Qualität evaluieren kann, aber doch irgendwie jeder so sein eigenes Ding oft so ein bisschen macht und es nicht so ganz klar ist, wie man Sachen, die andere Leute gemacht haben, wieder reproduzieren kann, vielleicht für eine andere Region, für einen leicht abgewandelten Use Case. Das ist so ein bisschen die Grundidee, warum wir uns gedacht haben, wir brauchen eigentlich so eine Anwendung wie Awesome Quality Analyst, die ja dieses Wissen irgendwie besser zugänglich macht. Und wir wollten es so einfach wie möglich haben, dass man einfach sagt, ja, das ist die Region, für die bin ich interessiert. Ich möchte irgendeinen bestimmten Report oder Qualitätsbericht erzeugen, der vielleicht vorher schon definiert wurde und kriegt dann, wie wir es hier auf der rechten Seite haben, so eine schöne Übersicht, ja, zu den einzelnen Aspekten der Datenqualität, die mich interessieren. Das ist so der Grundgedanke mal gewesen, als wir das Projekt vor knapp einem Jahr, bisschen mehr als einem Jahr gestartet haben. Und vor einem Jahr dann haben wir quasi die erste Version, die so halbwegs tauglich war, würde ich es mal sagen, auch auf GitHub gestellt, dass wir es wirklich auch möglichst direkt mal rausbringen und auch Leute, die Lust drauf haben, da mitzumachen, denen die Möglichkeit zu geben, da sich das anzugucken, könnt ihr gerne auch auf GitHub gleich mal dann reinschauen. Es ist viel Entwicklungsaktivität noch, aber das ist ja vielleicht sogar umso besser, denn jetzt die Ideen beizutragen. Genau. Vielleicht einmal von dieser großen Idee weg. Also wir wollen OpenStreetMap-Datenqualität verstehen für verschiedene Themenbereiche. Mal mehr in die technische Ausrichtung des Ganzen. Also welche, ja, Komponenten haben wir hier eigentlich? Vielleicht fangen wir einfach mal ganz unten an. Das ist irgendwie quasi unser Zugang zur OpenStreetMap-Datenbank. Das ist jetzt hier mit OSHDB abgekürzt, das ist die OpenStreetMap History Database, also quasi auch eine Datenbankstruktur für OSM-Daten, wo die gesamte Historie abgebildet ist. Und die können wir abfragen über die Awesome-API. Das ist quasi ja nochmal ein Level oben drüber, um den Zugriff zu den OpenStreetMap-Daten ein bisschen einfacher zu machen. Und das ist eigentlich eine Kern-Komponente, auf die wir hier zugreifen. Die ist auch, ja, können auch alle anderen frei darauf zugreifen. Und dann quasi haben wir noch eine Geodatenbank, wo wir andere Datensätze, die wir vielleicht auch brauchen, um die Qualität abzuschätzen, auch noch drinne vorhalten können. Es sind in der Regel auch frei verfügbare Daten. Das könnte Bevölkerungsraster sein, das könnten Landnutzungsinformationen sein, alles, was man quasi sinnvoll auch mit OpenStreetMap irgendwie verschneiden kann, um dann herauszufinden, wie gut OpenStreetMap ist. Dann gliedert sich das so ein bisschen vor allen Dingen in diese Indikatoren und Reports quasi. Also ein Report besteht aus mehreren Indikatoren und ein Indikator sagt uns etwas über eine bestimmte Datenqualitätseigenschaft. Das könnte sagen, wie aktuell die Daten sind oder wie vollständig sie sind oder wie genau die Attribute sind. Ja. Und diese Reports und Indikatoren werden halt irgendwie zugänglich gemacht über verschiedene Interfaces. Das könnte entweder die Webseite sein, die dann wiederum auf eine API zurückgreift, die wir hier im Projekt erstellen oder erstellt haben. Und es gibt auch nochmal ein Command-Line-Interface, was ein bisschen mehr Flexibilität hat, quasi für Leute, die größere Regionen, mehrere Regionen auf einmal und so weiter berechnen wollen. Genau, also ich glaube mal, die beiden
wenn man mal quasi über die Webseite hinausgeht, wo wir so ein paar Beispielregionen zeigen, kommt man, glaube ich, ganz schnell dahin, entweder die API zu nutzen oder das Tool quasi selber sich lokal aufzusetzen, was wirklich relativ einfach geht, um mit der Command Line quasi das selber zu starten. Für den Talk zum Beispiel habe ich jetzt einfach unser API genutzt, habe mir das in ein Jupyter Notebook zusammengestöpselt quasi, um dann möglichst schnell für die Region, wo ich es wollte, die Abbildungen zu erzeugen. Also das war jetzt für mich ein ganz praktikabler Weg. Okay, jetzt habt ihr, glaube ich, ungefähr die Struktur verstanden, wie diese Sachen mal zusammenspielen. Die ganze, ja, Verschneiden der Daten und so passiert dann vor allen Dingen in Python quasi, wo wir dann irgendwie die Indikatorwerte berechnen. Und ich würde jetzt einfach mal, genau, vielleicht gehen wir noch kurz hier rein. Also klar, das ist Teil, habt ihr jetzt schon gesehen, wir greifen auf die Awesome-API zu. Das ist ein bisschen Teil von dem ganzen Awesome-Tool-Stack mit der OpenStreetMap-Datenbank, Awesome-API obendrauf. Und dann gibt es halt mehrere Anwendungen. Awesome-Quality-Analyst ist jetzt der jüngste davon. Es gibt auch noch andere Tools wie das Awesome-Dashboard, was ich euch gleich nochmal kurz auch zeige, und Awesome-Hacks, wo man nochmal größere Regionen ja auf einer Webmap besser visualisieren kann. Ja. Aber nun jetzt wirklich mal zum Thema Qualität und Qualitätsindikatoren. Wir fangen an mit einer vielleicht erstmal Sache, die relativ einfach klingt, aber die man auf verschiedene Sachen betrachten kann, ist die Vollständigkeit. Wir wissen, oder es gibt verschiedene Anwendungen, wie man Vollständigkeit irgendwie messen kann. Am einfachsten wäre es natürlich, wenn man irgendwie den anderen Datensatz hat, den man nehmen kann, um zu vergleichen, zum Beispiel, ob alle Gebäude in OpenStreetMap kartiert sind. Das wäre quasi dieser extrinsische Ansatz, mit einem Ground-Truth oder Referenzdatensatz zu vergleichen. Das genau entgegengesetzte ist es, was wir auch im vorherigen Vortrag gehört haben, so ein bisschen ist, intrinsisch ranzugehen, also ohne einen anderen Datensatz zu gucken, in den OpenStreetMap-Daten alleine zu schauen, können wir die Vollständigkeit messen über so eine Saturation Analysis. Und dann gibt es so zwischendrin Sachen, wo man andere Datensätze nimmt, zum Beispiel Bevölkerungsdaten oder Nighttime Lights oder sozioökonomische Daten, um quasi so eine Art, ja, so ein Proxy quasi, so eine Art Regression-Proxy zu bilden. Und da haben wir jetzt verschiedene Sachen für schon implementiert in OQT. Ich habe jetzt mal hier Kassel gewählt, als eine Beispielregion. Explorativ würde man ja oft angehen und mal gucken jetzt hier, das ist jetzt das Awesome Dashboard, wie wurde eigentlich in Kassel gemappt, wie viele Gebäude und wie viele Amenities, und allein am Verlauf dieser zeitlichen Ablage könnte man vielleicht schon überlegen, naja, die Buildings wurden in den letzten paar Jahren nicht mehr so viele neue hinzugefügt, vielleicht sind sie deswegen also irgendwie mehr oder weniger vollständig. Bei Amenities sehen wir das noch nicht. Das ist jetzt erstmal der rein explorative Schritt, den man so ganz einfach mal übers Dashboard machen kann. Was wir jetzt quasi in unserem Tool machen, ist ähnlicher Ansatz, diese Zeitreihe betrachten, aber jetzt halt wirklich die Funktionalität hinzufügen, diese, ja, Sättigungskurven da reinzufitten, zu messen quasi, wie gut fitten die mit verschiedenen Modellen, und anhand dieser gefitteten Kurvenparameter zu sagen, ob es entweder möglichst vollständig ist, wie es im Beispiel der Gebäude hier links dargestellt ist, wo wir davon ausgehen können, dass die relativ vollständig sind, oder bei den Amenities halt, wo wir eben noch nicht diese Sättigung sehen und davon ausgehen können, dass es noch nicht vollständig ist. Das ist super, weil es klappt intrinsisch. Das heißt, wir brauchen dafür keinen externen Datensatz. Aber es gibt natürlich auch hier wieder irgendwie Einschränkungen, wenn zum Beispiel sehr, sehr wenige Features nur da sind, wenn ihr jetzt nur sehr seltene Objekte quasi in OpenStreetMap über den Ansatz betrachten wolltet, muss man man muss die Regiongröße oft so anpassen, dass man genug Objekte da hat, damit man da sinnvoll so eine Kurve reinfinden kann. Also es gibt Fälle, wo es auch nicht klappt. Bei Gebäuden oder Amenities klappt es in der Regel sehr gut. Deswegen ein zweiter Ansatz ist, vielleicht kann man auch andersrum rangehen und sagen, wir wissen ja, wie die Bevölkerung verteilt ist, und können das einfach mal rannehmen als einen ganz simplen Proxy-Ansatz zu sagen, da, wo Menschen leben, erwarten wir auch Objekte in OpenStreetMap. Und das wäre quasi, was wir hier so Normalization anhand der Population, also anhand der Bevölkerung bezeichnet haben, wo man einfach die Bevölkerungsdichte vergleicht mit der Gebäudedichte. Das Tolle ist, dass diese Daten zur Bevölkerungsverteilung auch frei verfügbar sind.
zum Beispiel vom Global Human Settlement Layer, aber gibt es auch andere Projekte, die das machen, wir die sehr, sehr einfach verschneiden können. Der Nachteil ist ein bisschen natürlich, dass hier die Annahme ist, dass der Zusammenhang zwischen Bevölkerungsdichte und Gebäudedichte überall gleich ist und es natürlich eine Vereinfachung darstellt. Man kann mit dem Ansatz aber sehr gut die Region rausfinden, wo Gebäude in OpenStreetMap noch komplett fehlen. Ja, weil dann würden wir da Bevölkerung haben, aber keine Gebäude, dann können wir uns sehr sicher sein, dass Gebäude noch in OpenStreetMap kartiert werden sollten. Das ist quasi der zweite Ansatz, den wir implementiert haben. Jetzt gehen wir quasi einen weiter, einen, der in, ja, ich habe den hier als ongoing mal bezeichnet, ist, wir gehen quasi in unserer ersten Abbildung weiter nach unten, wir sind jetzt bei der Regressionsanalyse gelandet, also wir nehmen jetzt nicht nur noch die Bevölkerung, sondern wir nehmen auch andere Parameter, die wir zum Beispiel aus Rasterdaten zur Verfügung haben. Das könnte, also Nighttime Lights, also Nachtlichtintensität könnte das sein, das können Landnutzungsdaten sein, vor allen Dingen, ja, Bebauung, also Build-up heißt es, also besiedelte Flächen oder versiegelte Flächen vor allen Dingen. Wir können hier auch schon die existierenden Straßen aus OpenStreetMap mit reinnehmen in das Modell und haben jetzt quasi einen ähnlichen Ansatz, wie wir vorher bei der Bevölkerung hatten, aber einen, der viel genauer ist und uns auch eine bessere Auflösung zulässt, die Vorhersage zu machen, wie viele Gebäude wir jetzt zum Beispiel hier erwarten würden. Ich habe da mal zwei Beispiele. Wir haben zum einen wieder das Beispiel von Kassel. Wir hatten ja jetzt ja vorher schon gesehen, Kassel ist eigentlich relativ ja, vollständig gemappt. Deswegen sieht die Karte hier auch eigentlich für alle Regionen, zeigt die uns mehr oder weniger, dass die Vollständigkeit sehr hoch ist. Warum es jetzt genau in deiner Mitte diese eine ist, müsste man sich nochmal im Detail angucken. Ich glaube, spannend wird es aber, wenn man sich die linke Seite der Karte anguckt, also die linke Karte anguckt, wo wir jetzt Kampala mal untersucht haben mit dem gleichen Ansatz. Wo man jetzt nicht nur eine Zahl kriegt, die Gebäude-Completeness in Kampala ist bei 70%, was ungefähr dem Wert entspricht, sondern man sieht jetzt auch die Verteilung innerhalb der Stadt. Und ich glaube, da wird es dann eigentlich auch wieder spannend, weil man könnte hier sagen, sag mal hier, der zentrale Teil ist mehr oder weniger vollständig kartiert in Hinsicht auf Gebäude, die Außenbereiche der Stadt jedenfalls aber noch so gut wie gar nicht. Ne? Und das würden wir in der Genauigkeit jetzt mit dem anderen Ansatz, zum Beispiel mit der Mapping Saturation, irgendwie nicht rauskriegen. Ja, das wäre jetzt hier der Vorteil für diese ja, regressionsbasierte Analyse der Vollständigkeit. Das haben wir bisher, machen wir das für Gebäude, wir würden das gerne auch für andere Objekttypen aus OpenStreetMap machen, muss man aber immer wieder im Einzelfall dann nochmal genau gucken und kalibrieren quasi, wie, ja, wie denn der Zusammenhang tatsächlich also abgebildet werden kann. Aber hätte ich auf jeden Fall Lust, noch mehr weiter in die Richtung zu machen. Dafür brauchen wir aber auch immer noch ein bisschen so mehr die Ideen, sage ich mal, wofür würde jemand gerne das nutzen, dann fällt es uns oft einfacher, quasi das auch in das Tool irgendwie umzusetzen. So, letzter Punkt ist ein bisschen planned, haben wir auch gerade im vorigen Vortrag schon gehört. Wenn Referenzdaten oder Ground-Truth-Daten existieren, wäre es natürlich eigentlich cool, die direkt zu nehmen und mit OpenStreetMap zu vergleichen. Also wir haben jetzt, wir sehen vielleicht noch langsamer, als wir uns vielleicht wünschen, aber doch immer mehr Bundesländer, die drüber nachdenken oder auch den Schritt gehen, bestimmte Daten, Geodaten irgendwie auch frei zur Verfügung zu stellen. Unter anderem Hausumringe haben wir jetzt für Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Berlin wahrscheinlich schon länger. Ich glaube, Hessen hat jetzt im Februar, glaube ich, was gemacht. Also da sehen wir, dass immer mehr solcher ja, öffentlichen Daten zur Verfügung stehen. Und die wären eigentlich, glaube ich, auch eine sehr gute Grundlage, einen direkten Vergleich mit OpenStreetMap zu machen und könnten uns eine sehr gute Aussage über die Qualität von OSM auch geben. Okay, das war der Themenbereich Completeness. Aber wir machen jetzt nicht nur Completeness, wir haben auch andere Indikatoren, die ein bisschen anderen Fokus setzen. Wir haben es gehört, es ist wichtig, dass Daten up-to-date sind. Und dafür kann man untersuchen, wie viele Objekte, wie viele Gebäude oder Amenities wurden im letzten Jahr, in den letzten 2, 3, 4 Jahren überhaupt angefasst und editiert. Können wir auch einen Indikator berechnen? Hier fällt mir persönlich manchmal noch die Interpretation schwierig, weil ich glaube, die hängt ganz stark vom Anwendungsfall ab. Also bei Gebäuden würde ich davon ausgehen, ein Gebäude, was vor 4 oder 5 Jahren zum letzten Mal kartiert wurde, ist nicht so wahrscheinlich, dass es sich seitdem geändert hat.
Es gibt andere Objekte oder Attribute in OSM wie Öffnungszeiten oder so, wo man wahrscheinlich nach 2-3 Jahren davon ausgehen könnte, dass man da irgendwie eine Veränderung erwartet. Da ist der Indikator aber auch relativ flexibel anpassbar. Ja. Das kann man, ich habe es immer nur an Einzelbeispielen gezeigt, das Thema Analyse, die ich schon vor einer Weile mal gemacht habe, das ist jetzt hier für Haiti, haben wir untersucht, wie alt quasi das Straßennetzwerk ist in OpenStreetMap, also wann es zum letzten Mal editiert wurde. Wenn man jetzt quasi diesen einen Indikator für ganz viele Regionen berechnet und dann so darstellt, wie hier auf der Karte, dann hat man auch wieder sowas wie eine räumliche Verteilung und ich glaube, dann wird es auch wieder spannend, dann sieht man wieder, in welchen Regionen kann ich meinen Daten vielleicht eher vertrauen und wo muss ich vielleicht nochmal eine genauere Analyse hinterher schieben oder vielleicht sogar nochmal selber oder mit der Community oder anderen Leuten gemeinsam irgendwie versuchen, die Daten zu verbessern. Ein weiteres Spektrum für Datenqualität ist natürlich, wie genau sind die Daten beschrieben. Oft ist es gut, wenn das Gebäude als Objektgeometrie vielleicht mal kartiert ist, aber die wirklichen Attribute wie die Höhe oder ja, die Funktion eines Gebäudes ermöglichen oft dann doch erst wirklich den wahren Nutzen oder hat oft auch den enormen Wert, glaube ich, der in OpenStreetMap drin steckt, ist, dass es eben darüber hinausgeht, dass es eine Geometrie und nur eine Gebäude ist, sondern die weiteren Beschreibungen, die dann noch alle folgen können. Das ist eigentlich das, was OpenStreetMap so spannend macht. Das versuchen wir mit dieser Thematik Completeness oder Accuracy irgendwie darzustellen, indem wir ins Verhältnis setzen, wie viele Objekte von denen, die wir insgesamt vorfinden, haben eigentlich die Tags, die wir gerne hätten. Also hier habe ich jetzt mal geguckt, wieder für unser erstes Beispiel Raum Kassel, von den Gebäuden, die wir in Kassel vorfinden, wie viele von denen haben denn entweder ein Height-Attribut oder ein Building-Levels-Attribut? Also ne, diese beiden Attribute könnte ich eigentlich ganz gut nehmen, um vielleicht so eine Art ja, ganz simples 3D-Modell der Stadt irgendwie darzustellen. Dafür brauche ich die Attribute. Sehe ich jetzt hier, haben knapp 20% aller Gebäude in Kassel haben eins von diesen beiden Attributen. Ja, das ist, klingt jetzt erstmal immer noch relativ wenig. Im OpenStreetMap global sind es natürlich noch viel weniger, hat man, glaube ich, weniger als 2% der Gebäude haben überhaupt eins von diesen Attributen. Also ist relativ gesehen Kassel schon besser, aber ich glaube, für eine Anwendung, um jetzt eine ganz schöne gerenderte 3D OpenStreetMap-Welt darzustellen, wäre das wahrscheinlich immer noch zu wenig. Hm. Genau. Wenn man jetzt diese Indikatoren immer mal wieder alle halbe Jahre durchrechnet, dann könnte man natürlich auch eine Veränderung da detektieren und überlegen, ja, schaffen wir es vielleicht, diesen Anteil irgendwie zu erhöhen auf 25% oder wie viel auch immer wir gerne bräuchten oder ja, für eine Anwendung, die wir im Kopf haben. Genau, gleiches Konzept hier, haben wir für Haiti auch mal gemacht, da haben wir uns Brücken angeguckt. Brücken sind natürlich viel diskreter verteilt, also nicht überall im Raum gibt es Brücken, aber hier würde man dann auch sehen, Brücken, die bestimmte Tags haben, wir haben uns hier die Surface angeguckt, ja, ob das kartiert ist oder nicht, könnte eine relevante Information sein, ob sie in einem Fall von einem ja, Katastrophenereignis, Hochwasser, was auch immer, überhaupt noch benutzbar sein wird oder nicht. Oder welche Last sie überhaupt tragen kann und so weiter. Genau. Nils, wie weit bin ich mit meiner Zeit? Hast noch 2 Minuten für deinen Vortrag. Okay, ja cool, weil dann ist er eigentlich perfekt. dann bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer, also wir freuen uns immer darüber, wenn wir E-Mails bekommen, wo irgendwie Ideen ja, diskutiert werden, wie man quasi das weiterentwickeln kann. Wir haben es auch wirklich bewusst auf GitHub, wir wollen da in Kontakt treten, wir wollen lernen, welche Anwendungsfälle es gibt, die wir bisher nicht berücksichtigt haben. Damit wir es irgendwie wirklich hinkriegen, dass das ein nutzbares Tool wird. Ja, ich glaube, damit kann ich mal schließen. Ja, super. Danke dir, Benni. Sehr interessante und sehr, zeigt uns mal wieder, wie komplex Qualitätsanalyse in OSM ist und sein kann. Danke für die Bereitstellung von solchen Tools. Ein paar Fragen gab es, und zwar einmal die Frage, welche weltweiten Grids werden bei euch hinsichtlich hexagone oder viereckiger Zellen diskutiert? S2 Google Grid, H3 Uber Grid und so weiter.
Genau, das ist eine gute Frage. Also es gibt ja alle möglichen Grid-Systeme. Bisher haben wir oft diese ISEA H3 Grids benutzt. Das sind die, wenn man irgendwie mit Awesome Hacks sich irgendwie beschäftigt, oder also die Leute, die Awesome Hacks kennen als eine weitere Anwendung, die auf dem Awesome Stack basiert, da nutzen wir diese Grids und die haben wir oft dann auch jetzt für unsere Analysen benutzt. Für die Kartenbeispiele, die ich da gezeigt habe, waren es tatsächlich, ich weiß nicht genau, wie diese Grids in QGIS erstellt werden, aber ich habe einfach Haiti genommen und habe dann in QGIS mir einen Grid erstellt als Hexagon. Es war wirklich sehr einfach und habe dann diese Grids einfach an die OQT-API geschickt und mir darüber die Qualität berechnet. Also das funktioniert theoretisch mit jeder Geometrie. Also was wir dann noch mit den Städten hatten, das ist quasi auf so einem 1x1 Kilometer Raster, das ist irgendwie Mollweide, ja, Equal Area, also auch, ja. Okay, that's good. Noch eine weitere Frage ist, sind die Indikatoren auf Land Use oder Natural Features in OSM übertragbar? Ich würde sagen, zum Teil ja und zum Teil natürlich auch vielleicht nicht. Also den wir hatten mit der Saturation Analysis, also die Sättigungskurven, den zeitlichen Verlauf der Daten angucken und gucken, wie viele neue Objekte werden kartiert, kann man auf jeden Fall übertragen. Haben wir, glaube ich, auch sogar schon drinne. Könnte man quasi jetzt auch schon für eine Region abfragen. Haben wir auch eine Definition für Land Use schon mal implementiert. Das klappt auf jeden Fall. Bei den anderen Indikatoren muss man, glaube ich, immer gucken. Also jetzt dieser Vergleich mit Bevölkerungsdichte macht bei Landnutzung oder Land Use vielleicht bei Residential noch Sinn, aber bei anderen Klassen vielleicht eher weniger. Die regressionsbasierten Sachen müsste man auch mal überlegen, was die Faktoren sind, quasi die man ja auf Basis von Fernerkundungsdaten vielleicht approximieren kann. Kann man, glaube ich, probieren, müssten wir aber noch mal ein bisschen genauer reingucken. Okay. Und noch eine Frage. Können im Web-Dashboard auch eigene Key-Values hinzugefügt werden, Klammern Hex-Ansicht, wenn man sich ohne Command-Line-Tool für andere Objekte interessiert? Ich muss kurz überlegen. Ich würde sagen, bisher haben wir es nicht drin. Wir haben bisher quasi, haben wir auf der Tool-Seite definiert, welche Filter von OSM-Daten möglich sind und auch mit welchen Indikatoren die kombiniert werden können. Es ist ein bisschen, weil wir kontrollieren wollten bisher, weil nicht jeder Indikator macht halt unbedingt Sinn, mit allen OpenStreetMap-Daten das zu berechnen. Ne? Ich glaube, in dem Fall wäre es wahrscheinlich geschickt, auch mit uns in Kontakt zu treten, am besten per E-Mail oder so. Dann könnte man da überlegen, quasi, welche neuen Layer man da hinzufügt. Ich glaube, woran wir gerne arbeiten würden, ist, dass man auf jeden Fall mal über die Website seine eigenen Geometrien leichter reinbringen kann. Dass man, momentan würde man das halt immer über die API machen und es wäre eigentlich schön, auf der Website so eine Möglichkeit zu haben, dass man einfach seinen GeoJSON irgendwie hochlädt. Und dann wird für diese Region ein Bericht irgendwie erstellt und auf der Webseite visualisiert. Ich glaube, das ist noch in näherer Zukunft zumindest mal realistisch. Ach, so ein schönes GitHub-Issue. Ja. Dann gibt es noch die letzte Frage eigentlich. Zum Stichwort Height-Attribute bei den Bauwerken. Completeness kann man bei diesem Beispiel doch nur bewerten, wenn man die korrekte Höhe des Gebäudes kennt. Prüfen Sie die Höhe gegen die Realität. Genau, machen wir nicht, oder es fällt uns natürlich schwer, sage ich mal, das jetzt zu machen. Da gucken wir tatsächlich nur, wie viele Gebäude in OpenStreetMap haben dieses Attribut. Und es sagt uns nichts, leider erstmal nichts darüber aus, wie genau dieses Attribut auch wirklich ja, benutzt wird. Ne? Also es könnte natürlich sein, dass eine falsche Höhe in OpenStreetMap eingetragen wird. Das ist, glaube ich, das Grundproblem vielleicht, was wir in OpenStreetMap allgemein vielleicht haben. Ich glaube, das ist wieder der Gedanke mit, ja, wir müssen einen Schritt nach dem anderen gehen. Im Zweifel würde ich hier, glaube ich, eher andere Datensätze zu nochmal ranziehen, die vielleicht über ein, ja, digitales Oberflächenmodell oder so rangehen, wo man damit dann nochmal zumindest so einen Plausibilitätscheck machen könnte. Ja, schon mit LiDAR-Daten, die open dated werden. Genau, das wäre, ja.
qualifizieren. Der Wunsch. Okay, ich glaube, das war es soweit an Fragen. Lieben Dank für deine tolle Präsentation, Benny.